2,6. Ah, genau. Wir werden aufgenommen. Ja, ich habe Zwillinge. Oh. Ja, ich habe das Gelaber lächelt aufgenommen. Ich habe nur einen 630er und einen 636er Zwillingkett, ja. Also ich brauche auch noch alles. Vor allen Dingen, wenn das jetzt aufgenommen wird, wo wir Zwillinge machen, wo es pervers wird hier drin, Alter. Totale NSA-Überwachung, ja. Wie gut, dass du die anderen nicht aufgenommen hast, dass der Charme jedes Mal weg ist. Aber wir haben diesmal jeden Boss also, First Try gelegt, oder? Ja. Der hier liegt jetzt auch First Try. Sind ja richtig gut. Ist ja cool gekommen, wenn dann so beim Pull der Charme weg ist, eine Aufnahme und nur zwei Heiler, die ihn heilen. Jo. Hat Stil, nice. Hat Stil. So was wird nicht aufgenommen. Ja, hier ist ja gut, dass wir mehrere Heiler haben. Bei den beiden da. Ja, wir können ja auch einfach nur mit Heilern durchgehen, also. Genau, ne? Ja, nur sagen, ja. Ich meine, was will denn irgend so ein Boss mit seinem Berserk da, wenn du mit so einem 25 Rate hier Heiler reingehst? Ist nicht wie beim PvP tot heilen. Irgendwann hat er keine Mana mehr. Heilt weiter. Oh, das geht schon. Ich hab Reiterbeuge und auf CD halten. Nein, ich meinte den Boss, der hat irgendwann keine Mana mehr. Ja, kein Russe. Irgendwann wird dem Boss langweilig, dann legt er sich freiwillig hin. Ja. Das hatte ich, als ich mit meinem Dudu gelevelt habe, war so ein Dekader, der meinte, er müsste mich umboxen wollen. Nach einer Viertelstunde hat er irgendwann aufgegeben, als er gemerkt hat, so ein heiler Dudu sieht man nicht tot. Ist einfach so. Scheiß Assi-Druin. Ja, das stimmt. PvP, es geht nicht. Bin ja, so traumatisiert. Wenn da eine Höllenfeuerhalbinsel anzugreifen, also kenne ich gar nichts. Lauf ich weg. Hey! Also ich als Charmy kann ihm alles runternehmen, was er sich drauf macht. Egal was. Die Eule soll ja im Moment oh, an dem Druiden so kriegen an sich wir, egal. So die Eule soll ja auch ziemlich krass sein im DPS mit im Moment. Naja, die skillen sich einfach ihr passives Talent alle 5 Sekunden 5% Gesundheit heilen oder so. Und scheißen sie einfach auf alles. Noch. Erst nichts muss, machen und dann. Immer abhängig, ob dein Ding gut ist oder nicht. Dann ja. Ist genauso wie ja mit allem, genauso mit HPS, genau dasselbe Scheiß, ey. So, mal sehen, wer diesmal in irgendwelche Ads gekickt wird von dem Magier. Machen erst die Mitte diesmal, ne? Das war die Gefahr hoch, dass man in Ad-Gruppen geschleudert wird. Aber macht's ja nur nochmal doppelt so viel Spaß. Das Feuer geht nicht so viel, sagt er dem Boss, ey. Ja, aber das ist gut schlimm. Naja, normal geht das eigentlich. Oh. Hat das hier mal wer auf Hero gemacht und kann mir sagen, an wie vielen Stacks man unheilbar stirbt? Bei drei. Also eine Hero ab 2 bis 3. Ich hab normal Hero bisschen schon gemacht. Normal geht's bis 5 oder so. Hero, Wenn ja, okay. Okay. Stacks kannst du nicht rausfallen. Also wenn du bei auf Hero 3 hast, dann solltest du schon neben einem Heiler stehen, ansonsten bist du tot. Das ist ja schön. Aber das gilt auch für Normal, also das sind ja 20k Damage pro Sekunde pro Stack. 100k kannst du auf keinen Fall rausheilen. Ach, locker, das kann ich doch nicht mehr. Ja, muss man sich mal anstrengen und dann geht das auch. Also ihr dürft mich gerne in den Fokus setzen gleich, weil es, ja, es könnte passieren. Hey! Und die fliegen wieder. Mit dem Debuff kann man auch rauslaufen. Nein. Der ist extra reingelaufen, damit er mehr Spaß hat. Zu Recht. Am Boss geholt. Ha! Boom. Oh, die können Gürtel droppen, das wäre auch schön. Aber sie werden's nicht. Ich werde nicht meinen Bogen, aber ich krieg nicht. Twillinge. Genau wie deinen blauen Protodrachen. Also wir müssen halt noch mindestens. Du musst mit so einem grünen Bogen hier reingehen, dann kriegst du den. Oh ja, das stimmt. Wir müssen heute noch mindestens Korak legen. Ich möchte meinen Umhang noch haben. Korak liegt mindestens. Ich brauche den Brecher, aber ich will Sag mal, wir machen 7 in 7. Du könntest aber auch das mit einem grünen Protodrachen hier reingehen. Vielleicht droppt dann der blau. Ich glaube, wenn Quest den hat, dann ich meine den grünen nicht aus so einem komischen. Ich meine den grünen Protodrachen nicht aus so einem komischen Ei auf in Nordend. Schulasorbecken, ja. Hat auch ewig gedauert für mich den zu holen. Muss man da nicht den Ruf auch noch abwehrfürchtig haben? Jo. Respektvoll. Na, da habe ich keine Lust zu. Echt heftig. Ja, respektvoll reicht.
Ich hätte das immer diese Art, aber Priester von damals. Bei uns droppt Pets nicht so random epic oder so, ne? Ja, kann auch ein können auch Pets drin sein, irgendwie drei oder vier verschiedene. Oder auch zwei. Wirklich? Wo war wieder das angeführt? Wo war das? Hm? Was war wo? Dreimal gestunt. Viermal. Das ist ja so Antiquiert-Potent vom Farmen. Also. Ja, wer braucht sowas? Antiquiert-Potent steht genau für 5 Sekunden. Na, das heißt, jetzt komm mal. Da ist dieser Ängstlich. Ja, ist gerade weggegangen, das Totem. Hätte ich mich später stellen sollen. Das ist es nämlich. Das ist so ein Scheiß-Totem geworden. Ja, wenn der Boss sagt so 2, 1, ich 4 und ich stelle es dann auf, ist es perfekt. Ey, die sind auch gut in der Gildia. Horsch, Porsche und Porsche, Horsch. Schön bestellt. Damals hing dieses Totem, wenn es noch 30 Sekunden oder so. Ich glaube, können die jetzt echt mal langsam random Ethik droppen, ey. Das also irgendein normal. Totem ist bei Korak ganz nützlich. Ja, das ist Totem der Windwandels, aber da ist es auch wieder, sobald die Kugel kommt, stelle ich es auf. Da weiß ich ja, du siehst ja, die Kugel kommt und dann kannst du es aufstellen, aber hier weiß ja nicht, wann du gefiert wirst. Und während des Vierens kannst du dieses blöde Totem nicht aufstellen. Auf jeden Fall, nächster Boss Ogrun-Zwillinge. Wichtigste Easy. Fähigkeit schließt sich an Erdbeben an, da wirft nämlich, ja, kein Grund jetzt ein Bild an die Wand zu nageln. Von den beiden, oder? Screenshot schnell ausgedruckt. Ausgedruckt, angenagelt. Ihr seid die Nächste auf meiner Liste. Das ist mein Sohn, der ist gerade am Spielen. Ja. Der macht seine Glory Holes noch aus. Spielt Haus zerstören. Nee, der macht seine Glory Holes noch oldschool. Also, auf jeden Fall. Am wichtigsten ist eigentlich für alle insgesamt von Femos, dem Linken, wenn der Erdbeben wirkt, dann wirft er seine beiden Waffen weg. Ja, ist doch gut. Ne? Es gibt insgesamt Gruppenschaden und von den beiden Waffen gehen so Flammenwellen aus. Hat, kann man auch im LFR sehen, tatsächlich eine Fähigkeit, die es da mal gibt. Und die müssen einfach dodged werden. Das heißt, es ist wie bei Tektus, gucken, dass man davon wirklich möglichst keine erwischt. Und am besten dann echt ein bisschen, ja, in der Raumecke ist schlecht bei einem runden Raum, halt ein bisschen abseits von dem ganzen Stellen, damit man da einen Überblick hat, Kamera möglichst weit raus und dann gucken, dass man da möglichst viel eben ausgewichen bekommt. Nervig für alle Ranges ist noch Pol, die Fähigkeit, Schildansturm, da dreht er sich um, schaut in eine Richtung und charge dann nach einer kurzen Durststrecke, nach einer kurzen Wartezeit, dahin da eben auch raus. Also gucken, dass keiner von den beiden euch böse anguckt nach dem Pol, wenn doch. Wegrennen, Feuer ist ebenfalls böse und ja, das ist im Grunde das Wichtigste für die Range-CDs, ne? In den anderen Bereich kommt man ja gar nicht rein. Also dann ist natürlich noch Random-Movement, ab und zu kommt noch eine Fläche aus dem Boden dann natürlich raus und ja, und dann Rest kommt man eigentlich nicht ran. Femos macht ab und zu noch einen Wirbel, aber das interessiert die Ranges ja eigentlich nicht weiter. Müssen eigentlich alle kennen, wir haben nur, oder? Ja, kein Thema. Easy. Digga, wieder. Yo! KR nach dem ersten Feuer? Mein Sohn, der ist 13 Monate. Och, KR nach dem ersten Feuer, ja. Hat er schon einen 100er? Der 3, ja. Voll mythische Clips und alles. Na, mindestens. Mag noch mehr, wer noch was zu den Marks sagen jetzt? Ja, ich kann, bei Kreuz wird getankt, wenn, ach Gott, jetzt, ja, ist er, Femos seinen Wirbel macht, kurz vorher laufe ich in die Mitte und platziere den dort und das Range Cap ist halt beim Stern. Ich bin kurz auf Kager wieder da. Also, okay. Viel Spaß. Toll Test. Voll geil, ey. 11 Uhr 15 morgen Dienstschluss. Boah. Ey. Brauche ich gar nicht aufstehen eigentlich. Ja. Also Rain ist einfach. Es wird aufgenommen, ne? Ja. Das wird noch rausgeschnitten, ne? Oh nein. Wenn das dein Chef langjähriger Morel Noir Abonnent hört. Ist trotzdem nicht gut. Anti-Werbung.
Also bei Range ist normal möglichst gucken, dass er halt immer möglichst weit weg von den beiden steht, eben in keinen Flächen und immer einen Überblick habt, dann ist das eigentlich eine solide Sache. Pissoger Viecher. Wenn du deinen Namen und deine Adresse jetzt nicht ins Mikro brüllst, geht das, glaube ich, alles in Ordnung. Dann ist es, dann geht's ja, ja. Reeperbahn, dritter Stock, linke Hure. Denise. Denise. Eine Nachbarin von Natascha. Ich find's auch geil, wie sie jetzt hier zwei so eine fetten neuen Bossmodelle hinstellen und drücken dem einen einfach so einen grünen Streitkolben Stufe 91 in der Hand. Finde ich auch richtig mega gemacht einfach. Und der andere kriegt zwei richtige Geräte. Hat sie auch einfach keinen Bock mehr. Dachten sich, boah, der eine drei Tage durchdesignt, dem anderen vergrößert, war einfach eine scheiß Kriegerwaffe beim Leveln. Bam. Geil. Da facepalmt selbst der Boss, ey, ohne Witz. Hätten ihm ja die Kriegskleben geben können. Ja, das wäre doch stylisch gewesen. Halt so Ogron-Format. Guck, ja. Der Kleine beschwert sich. Ilina, ja, hab ich zu doch, Recht. Ich auch erst gekriegt von einem Dämon, oder? Hättest du doch einbauen können. Ja. Einfach um nochmal so die komplette Lore zu zerbersten. Ja. Ja, der Oger hat halt den Dämon gekillt und sich die Kriegslingen geholt. Weil, ja. Darum. Die teilen sich einen Live-Pool oder was? Jo. Ja. Ich meine, das macht genauso viel Sinn wie ein zweiter Doomhammer, auf den keiner anspringt. Sind alle jetzt da eigentlich? Nee. Ich hab vergessen, wer weg war. War wer weg? Wo der Priester. Eigentlich? Der Priester? Bin ich gar nicht. Nicht, dass er gerade Probleme hat, Mann. Ja. Kann ja auch einfach so ein SMS-Ton sein oder so. Ja. Das, weißt du, was ist der mit dem Glory Hole? Das ist Katholik und nebenan war halt einfach eine Kindertagesstätte. Ja, das kann halt sein. Oh, das gibt auch bestimmt ein bisschen Ärger, kann ich mir vorstellen. Machen wir den ersten nachher wieder heroisch? Ja. Wollen wir den zweiten wieder versuchen? Ja. Ja. Sehr schön. Wollen wir am zweiten noch wieder scheitern? Nein. Das wird passieren. Niemals. Doch. Wieder da. Ey, von der Zeit her eigentlich ziemlich gut. Sind wir auch. Danke. Gucken wir doch mal schnell. Also nee, wir haben ja, naja gut, nicht ganz 19 Uhr angefangen, aber... Ja, und dann noch... 30 am Anfang. 19.35 Uhr. Wenn der Charme wieder hier noch einer aufhält. Ja, auf jeden, ganz schlimm. Echt, alles sind da. Michelle. Dann, Pulltimer kommt. 3, 2, 1. Und go. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Oh, Feuer schon. Wie geht? I Feuer. Ich mag keine Rosinen. Feuer macht tote Tiere lecker. Das ich habe Feuer gemacht. Und es macht tote Kraft, schon auch ganz lecker. Ach Quatsch, look at my sick dodges. Oh shit. Ah, jetzt nein, und der Schildersturm und weg bin ich, jawoll. Ah, du Gimp, Und mit dem Wirbelwind, jawoll. Die Tanks sind schön. Der bleibt gar nicht stehen. Na sowas. Ja, beim letzten Mal ist er noch stehen geblieben ist. Okay. Der bleibt, glaube ich, nur ein Hero stehen. Haben wir letztes Mal aus Versehen Hero gemacht alles. Ups. Letztes Mal ist er noch nicht mal zu mir gekommen, ist davor schon. Unterbrechen das schnell. Ja, auf jeden. Das war aber echt alles, so. Deswegen alles so leicht jetzt, ne? Weil Hero war. Warf, du hast vergessen, den unterbrechenden Schrei zu erklären. Ja, nicht casten, dann fertig. Ja, auf jeden. Aber hätte ich sagen müssen, werde nachher Harakiri beginnen. Standbild, schwächendes Brüllen an dem Boss ran. Standbild, ja. Ist schon, schwächendes Brüllen ist schon wieder vorbei. ich hab 1000. Ich glaube, schwächendes Brüllen ist auch so eine Fähigkeit, die wir letztes Mal einfach konfiguriert haben. Ja, haben wir definitiv. Ja, haben wir auch. Verteilen ein bisschen. Kann leider nichts machen, ich hab 1000er Ping. Yeah. Achtung, gleich große Voidzone. Ich find's schön, dass ich ja alle so ab und zu während der Bosskämpfe einfach mal eine Pause nehmen. Kann mich vielleicht ein Priester rausziehen, falls ich drin ist, ja? Jo, hat Jutti, sah schön aus. Ja, okay. Ah, gut, jetzt kann ich wieder was machen. Hey, Glaubenssprung, Feuer, 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 Feuer. Glaubenssprung wird hier nur zum Trollen benutzt. Steht an Sturm auch gleich.
muss man sich aufheben für den Quark. Ich hab eben effektiv dich gezogen, Quest, ja? Ja, das stimmt. Okay. Das war wirklich schön. Wenn's Feuer vorbei ist, bitte Kampfrausch. Achso, stimmt. Gim's, da war ey. Was, ne? Ich hab's selber überall angesagt und vergesse es dann auch noch. Feuer. Vielleicht kommt auch Wirbelwind. Nein, Feuer. Das hat's mich erwischt. Golias steht jetzt im Wirbelwind. Warum? So, okay, ja. Was macht ihr eigentlich da, Leute? Ja, feiern. Hexer wiederbeleben, oder? So, konzentriert euch jetzt so auf den letzten Metern. Letzten Meter, 90%. Ja, dann hol den wieder, hol den wieder. Ist schon wieder, dann wieder da. Ich dachte, wir wären schon weiter runter. 7 Stacks war dann doch nicht mehr gegen heilbar. Nee. Ach du Scheiße. Das war ein bisschen viel gewesen auf einmal. Okay, diesmal kann ich auch selbst rausmoven. Yeah. Hey. Lass mich feiern. Besserung. Aber überanstrenge ich nicht. was war da denn los? Ja, kein Retz mehr frei, oder? Gut. Nice. Müssten wir doch aber eigentlich, oder? Ja, wir haben einen Hexer geretzt. Ja. Dann haben wir doch den Dudu-Hex noch. Nee, wir haben doch jetzt nur gescherten. Ist keiner frei. 3 Minuten nach 20. Das ist jetzt ein bisschen movement-lastig für alle Beteiligten. Ja, vor allem, wenn der Wirbel kommt, wird das nicht movement-lastig für alle Beteiligten. Ach, das wird schon mit einem Tank. Denk da an Crafts Pad. Ja, bei LFR geht das auch. Cesu macht das, hat einen Schildsockel, easy. Der brechende Schrei. Hopp, Cesu, weg das Tier in dir. Wir bekommt in 5. Einfach Wirbelwind durchheilen mit 4 Heilern. Ja, solange wir nicht wieder bei 1% wipen, ist das alles im Rahmen. Alle weg von ihm. Mein Gott, funktioniert das? Oh mein Gott. Ja, Overheal. Ja, da muss overhealen ohne Ende. Hab noch nie etwas so Schönes gesehen. Denise hat recht, wir brauchen dich nicht mehr. Ist unwichtig. Harte Worte. Denise kann nie recht haben. Fame Power. Kann der blöde hm? Oh shit. Schwächendes Brüllen wäre jetzt nice, wenn wir in den Boss laufen, dann mit einem Tank wäre es nicht so gut. Also ja, dann jetzt ran, zum wer Boss. Rankommt. Jetzt könnt ihr wieder weg. 2 Minuten? Ja, ja wohl, 2 Minuten, 3. Und das macht ein bisschen... Wenn wir das jetzt aber rauszögern, dann doch bei 1% wipen, ja. Ja, aber fertig nice. Hier, ich weiß nicht. Dann kriegt der Craft einen Collar. Ja, mindestens. Mindestens einen. Feuersturm krieg ich dann. Zack. Ach, die liegen jetzt. Berserker war. Ja, dann brauchen wir irgendwie insgesamt nur noch einen Tank und noch einen hier weniger. Jo. Wir brechen das schon. Obwohl, erst doch DD geben. So, Feuer kommt jetzt auch schön an hier. Bei mir ist Feuer gesperrt, während Feuer kommt. Wow! Oh, Alter, wie ist das Feuer hier gerade drauf, ne? Oh. Oh, haltet sie so hoch. Ja. Wirbelwind genau. Kommt gleich. Oh, oh. Das wird lustig. Oh, das wird sehr unangenehm. Oh fuck, Alter. No fucks hinterher. Oh, ey, was also. Geht? Cooldowns ziehen. Alles, was ihr habt. Wirbelwind. Alle weg. Jetzt wird's lustig. Ein bisschen dahin. Oh, wow. Ey, sehr Alter. Schön. Was ist denn hier los? Leute. Geil. Wir haben uns heute hier versammelt. Um für den Skill zu demonstrieren. Also bei dem Boss dürfen wir nicht wipen. Ich sehe den 1%. 3, 2, 1. Beware. Wet Farm, ey. Das ist geil. Schildern, das war ein Hit. Oh. Danke. Hey, danke fürs Reingehen, Leute. Retz Nofax wieder. Lass den Tank liegen. Na, 15 Sekunden. Ja, ehrlich. Alter. Dafür braucht ihr mich jetzt nicht mehr. Alter, was ist denn ein Tank jetzt gemacht? Unterbrechender Schrei gleich. Ja, und das auf Video alles, ne? Ja. Beweis, ne? So hier nur. Liga ab sofort unnötig. Jeglich nice, er liegt im Dreck, der Bastard. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, 5 Boss und nichts bekommen. Geil, okay. Gold.
Also ich hab dieses Mal richtig die Glückssträhne. Also läuft, ne? Ich sag dir, wir machen jeden Boss Deathrail, ne? Also. Korak? Yeah. Ja. Schmucktrink. Hey, und Detonate bekommt was, hey. Yeah. Gold. Das ist nicht mehr witzig. Gold, yeah. Ich hab von Sascha, ich hab noch keine Entschuldigung dafür gehört, dass du jetzt schon das dritte Teil hier mitnimmst. Ja, wir müssen einfach alle öfter Pause machen. Kein unter diesen E-Mail. Alter, das dritte Teil jetzt, oder was? Nee, und dann noch Trinket, Alter, leck mich. Ja, wir müssen alle öfter Disconnects vortäuschen, glaube ich auch. Alter, Bonus wohl auch nur fucking Gold, Alter, leck mich doch am Arsch. C10 erlaubt. Yeah. Ja, erlaubt, ja. Ich mach auch jetzt mal ein Disconnect, ey. C, bei. Ich fahr grad durch einen Tunnel. Leute, auch letzte Woche nicht. Ich hab doch gar nichts bekommen. Trotzdem bin ich erst am Millimeter. Bam! So. Ich sag meiner Schwester Bescheid, die arbeitet da als GM, dass sie das etwas runterschrauben soll für mich. Sonst fällt das auf. Das ist ein normal, weißt du? So, ach Mist, ich muss eigentlich gleich reparieren. 3000 Disconnects in Raid, weißt du? Ja, wir wipen hier jetzt bestimmt einmal und dann können wir draußen Rap-Mount stehen. Ich hab noch zwei Extra-Marken, die bewahre ich mir aber für heroisch auf. Ich hab meine schon verballert, hab einen Ring gekriegt, kein Bogen. Ich hab meine auch schon verballert. Gib mir meine letzte Marke für Kaiser HC auf. Falls ich den diese Woche schaffe. Also nie. Der hat ein richtig schönes Highlight-Trinket, das hätte ich gerne. Alter, erstmal machen wir heute hier alle 7 und dann am Bildlich. Montag machen wir HC mit der Gilde. Also Leute, hier IDs auf. Also 6 sehe ich auf jeden Fall. Kaiser sehe ich noch nicht liegen heute, muss ich sagen. Also ich will jetzt einen Trinket haben, ist mir scheißegal. Oder sehr gut. Achso, na dann. Lass ID aufheben, ich war gestern schon HC bis Core. Tjo. Hat die extra reingeschrieben. Ja, aber ja. Man kann ja trotzdem mitkommen neuerdings. Nee. Achso, geht das trotzdem? Ja, klar. Ja, genau. Kriegst du kein Loot. Ja. Achso. So, CC't mal noch was hier. Ja, dann habe ich doch gar nichts gesagt. Achso, ja, warte. Ja, ich hatte gerade CC't, wenn ihr so lange wartet. Nee. Wollte ich gerade 4. Ich bin dafür, dass der Farm nicht stirbt. So, das sieht doch schön aus. Ja, holen wir doch mal einen hier. Attacke. Für Sparta. Das klang aber sehr auch so. Für Sparta. Yeah. So, das geht die wilden Flammen unterbrechen. Das nächste Mal komme ich hier mit und hab alles nur grün an. Dann krieg ich böse Fußmissen mit allen. Ich wette, es ist wirklich so. Da kommt einer angelaufen. Also funktioniert doch Persolut eigentlich, oder? Das ist eigentlich der bekommt, der am wenigsten hat. Ja, ist wirklich so. Ja, aber dass es dann nicht nach Gear geht, sondern irgendwie eine Berechnung, nachdem wie viel du gemacht hast im Endeffekt. Richtig geil. Thanks Blizzard. Ja, wenn es Blizzard Meister ein bisschen mehr Teile geben würde, könnten wir das machen, aber das ist ja auch der komplett Game mit zwei Teilen. Jo. Oh, wilde Flammen. Ich hab 13 drei Teile. Noch einer raus. Sind auf jeden Fall zwei. Jetzt sind alle raus. Schon wieder einen. Nach C10 ist auf jeden Fall unser Motto. Ping, was soll denn das? Ja, mach uns Disconnect. Ey, die Flammen, Alter. Ich kann weder Cast noch sonst was machen. Schön. Mach einfach Disconnect, was. Könntest du meins vielleicht mal fokussen? Ja, mach Disconnect, den kriegst du ein Loot. Richtig. Oh, warte, sorry, ich... Oh, ich hab schon T17 gekriegt, ihr noch nicht? Das war der Dumpfbacken-Alarm. Hey, wir haben eigentlich noch 3 Wochen, das wollen wir in den 3 Wochen bis Gießerei eigentlich schaffen noch. AC definitiv. Ja, AC, okay. Mythisch clear. Ja. Mod, alles clear, ja. Wir müssen doch noch Galleon. Teil der 4 Winde. Go. Oh, mein Twin gesagt ist nix. Wir müssen noch ICC. Nee, hab ich. Da warte gestern. Hab ich immer noch nicht. Mein Lit. Ich hab mein Lit Mount. Nächstes Mal, wenn ihr 25 ICC geht, bitte guckt, ob ich on bin.
Wie mad bist du, dass wir auch fertig sind? Ja, ein paar Leute brauchten ja noch von letzte Woche. Ja, die haben wir alle umgebracht. Ich lebe hier 25. Weil wir haben gestern in der Gilde noch, glaubt, oder? Haben wir gefragt. Also ich nee, war ich online hab, und ich hab nichts gesehen. Schwer. Ich hab mich beschwert, dass ihr ohne mich gegangen seid. Also ein Heiler ist auch noch mitgekommen in der Gilde. Ja, das war ich gewesen. Ja, genau. Ja, das war ich. So, du hast dich beschwert, dann haben wir dich über den Gildenchat dann noch eingeladen. Ja, ja. Wenn ich schreit, kriegst du auch keine Milch, ja? Ja. Wobei praktisch, du hast mir fehlt seit einem Dreivierteljahr der blöde Lich King Erfolg dahin. Naja, hör auf mit dem. Der war nervig. Das war die kränkste Scheiße, die ich in letzter Zeit gemacht habe an Erfolgen. Wie viel Tries habt ihr gebraucht? Ein. Ein. Also wir haben schon so geschafft, ne? Also wir haben jetzt. Aber ich bin nicht in der Lage zu beschreiben, was da alles Krankes passiert ist, so, ja. Ihr dürft schon mal aus der Mitte rauskommen. Aus der Mitte raus abgewiesen. Danke, lieber Priester. Ja, bitte, so bin ich halt. Es gibt keine lieben Priester. Das stimmt. Hat er dein Knie berührt? Aber ganz sanft, ganz sanft. Dann geht's ja. Ich esse Kekse. Mag den wer anders erklären, damit ich den Disconnect vortäuschen kann? Ist natürlich nice, der Boss mit einem Milie.